Klar, haben wir den Anspruch, die Gruppenphase überstehen zu wollen. Darauf werden wir alles setzen, alles dafür tun. Und dann machen wir uns Gedanken, sollte das erreicht sein, was wir im Achtelfinale machen wollen. Aber ich glaube, es macht ja gar keinen Sinn, jetzt sich Gedanken zu machen, die über die Gruppenphase hinausgehen. Wir haben eine schwierige Gruppenphase vor uns und die wollen wir erfolgreich bestehen. Alles Weitere sehen wir dann. Die Namen sprechen schon für sich. Und wenn man die Leute kennt, die da arbeiten, dann steht es für Qualität. Nizza mit Lucien Favre, Salzburg ist in der Champions League Quali jetzt gescheitert. Und Krasnodar hat man im letzten Jahr gesehen, wie stark sie sind in den Spielen gegen den BVB. Von daher wird es eine sehr interessante Gruppe. Tut mir jetzt schwer zu sagen, ist Salzburg schwieriger zu spielen als Nizza oder als Krasnodar. Im Endeffekt egal. Wir müssen sie alle drei möglichst schlagen.